Oh nein, der Arne sitzt auf der Couch und will jetzt was erzählen, ja. So ist es, ja. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von DMX Control 3 habe ich mir mit Martin zusammen überlegt, wir machen eine kleine Dokumentation darüber, wie DMX Control entstanden ist, was in den letzten 10 Jahren alles passiert ist. Und ja, das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Ja, 2008. Startschuss für DMX Control 3, ja, Entwicklung. Wir haben uns beim Blackout Christian getroffen und ein ganzes verlängertes Wochenende nur darüber diskutiert, wie DMX Control 3 eben aussehen soll. Wir haben kein Stück gecodet. Wir haben wirklich nur irgendwelche Bilder und Diagramme gemacht. Ich habe ein ganz berühmtes Bild hier. Das ist alles aufgehoben. Also es war so unser Brainstorming, dass wir gemacht haben, einfach mal in einer Art Mindmap zusammengeschrieben, welche Features wir uns so vorstellen. Und ja, dann ging es auch schon los mit der Entwicklung. Ja. Und 2008 war die Startstunde der Desklamp. Die ist nämlich auch auf dem Treffen entstanden. Wir haben 2008 bei dem ersten Treffen, wo wir uns zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie soll DMX Control 3 überhaupt aussehen, haben wir ein Brainstorming gemacht. Wir haben uns überlegt, was es alles an Features geben sollte. Und da haben wir auch Marktforschung betrieben. Also ja, wir haben im Internet gesucht, was denn andere Konsolen so an Funktionen drinne haben, die vielleicht für uns interessant wären. Und dabei ist uns aufgefallen, dass die Hog eine Funktion hat, dass man den Schwanenhals, diese Schwanenhalslampe, eben dimmen konnte. Und in der Diskussion heraus ist, ich glaube, Stefan ist auf die Idee gekommen, hey, das könnte man doch nachbauen. Da könnte man doch ein kleines USB-Zwischenstück entwickeln, was quasi am USB hängt und dann so eine USB-Tastaturlampe eben dann entsprechend dimmt. Ja? Und so ist die Idee der Desklamp entstanden. Und Stefan hat dann auch direkt eine ganze Nacht damit verbracht, den allerersten Prototypen noch vor Ort bei diesem Treffen eben umzusetzen. Ja? Genau. Das Jahr, in dem DMX Control 3 zum ersten Mal DMX-Werte ausgegeben hat. Wir haben uns bei mir getroffen und waren dann soweit fertig und haben gedacht, jetzt muss mal was rauskommen und hatten kein DMX-Gerät da. Und ich habe dann irgendwie echt schon relativ spät am Abend noch einen Kumpel angerufen und gesagt, du, wir müssen bei dir was holen. Ich brauche unbedingt ein DMX-Gerät. Haben dann noch von dem irgendwie, ich glaube, einen RGB-Scheinwerfer oder sowas geholt und das dann damit ausprobiert und war richtig geil. Wir waren total geflasht, dass das funktioniert hat. 2009 war auch das Jahr, in dem wir das Adventskalenderprojekt gemacht haben. Wir haben auch einige Videos zu DMX Control 3 in diesem Adventskalender drin gehabt. Hallo, hier ist mal wieder Arne Lüttke mit einem weiteren Teil aus unserer Serie DMX Control 3.0 und die neuen Features. Heute möchte ich euch die Effect Engine vorstellen. Die Effect Engine ist ein kleiner Teil von DMX Control, der es ermöglicht, sehr schnell einfache Effekte auf Geräte zu legen. Die Software wirkt nur in den Videos so, als ob sie wirklich stabil läuft. Frank hat ein Video gemacht, in dem er sie mal bedient hat. Da sieht man auch, dass es dann doch ganz schön Probleme gibt. Lieber Arne, was ist hier los? Nix geht. Das hat deshalb bei mir alles so gut geklappt, weil ich genau wusste, wo ich hinklicken darf und wo nicht. Deswegen hat es dann eben auch noch einige Zeit gebraucht, bis die Software entsprechend stabil war. Aber man muss schon sagen, 2009 war so das Hype-Jahr. Also wir waren alle schon so ein bisschen auch gehypt, dass DMX Control 3 jetzt bald kommt. Und ja, von daher super Jahr. 2010, das Jahr, in dem das Team größer wurde. Wir haben uns bei Stefan getroffen, war da unsere DEFCON und es waren Markus mit dabei, der auch große Teile vom Softpult in der ersten Version beigesteuert hat. Jörg war mit dabei, der das Beamer-Tool gemacht hat. Und wir haben doch auch dann gut Fortschritt gemacht. 2010 war ein Arbeitsjahr. Es gab jetzt nichts, was wirklich so rausgestochen hat. Es war einfach viel zu tun. Wir haben an vielen Stellen eben gearbeitet. Aber 2010 war auch schon so das ein Jahr, wo wir
auch gemerkt haben, wir werden mit dem Zeitplan nicht so hinkommen. Also die ersten Zeitpläne waren so, dass der Mix Control 3 2010, 2011 rauskommt. Wir haben gemerkt, das funktioniert nicht. Wir kommen dafür dann eben auch nicht schnell genug voran. 2011 war deshalb ein besonderes Jahr für mich aus zwei Gründen. Zum einen, wir haben einen Alpha-Test gestartet im Mai, wo wir die Software mal einer ausgewählten Zielgruppe von Nutzern gegeben haben, die dann auch entsprechend Feedback gegeben haben. Das war natürlich sehr spannend, auch mal dann zu sehen, wie jetzt, ja, ich nenne es mal reale Nutzer irgendwie auch auf die Software reagieren. Die Resonanz war, ich würde mal sagen, gemischt. Es haben sich natürlich alle erhofft, dass wir schon wesentlich weiter sind und noch viel mehr Features drin sind, aber auf der anderen Seite wurden so Kernfunktionen wie die HL, wie das Fanning, wie die Effekt-Engine und so weiter, die wurden sehr gut angenommen und auch als sehr, sehr, sehr geil empfunden. Von daher, ja, war es schon in Summe gut. Es war deshalb ein cooles Jahr, weil Dennis ist dazu gekommen, auch noch zum Team, hat auch sich ganz stark eben schnell und so weiter eben in den Kernel und die GUI eingearbeitet und mich dann auch ganz massiv in der Entwicklung des Codes dann auch fortan eben unterstützt, ja. Also von daher, Dennis, wenn du das siehst, vielen Dank, ja, für bis heute, dass du hier so gut mitmachst. Wie kam es zum Kontakt mit Dennis? Ja, das ist eine ganz witzige Geschichte. Dennis war einer von den Beta-Testern oder Alpha-Testern, muss man eigentlich sagen, also dem geschlossenen Kreis, dem wir als allererstes die Software mal zur Verfügung gestellt haben für erste Tests. Und er hat einen Bug aufgemacht im Bug-Tracker, hat ein Video dazu gemacht, in dem er beschrieben hat, was genau der Fehler ist. Guten Tag, hier ist Dennis. Ich möchte mit dem Video nochmal ein bisschen auf die Preset-Problematik eingehen, beziehungsweise die Problematik, die ich da noch sehe. Im ersten Teil auf die vier Einträge und im zweiten Teil dann das, was ich unter Presets verstehe und was die MX-Control da vielleicht leisten sollte. Und ich habe mir das Video angeguckt, den Fehler konnte ich auch gut nachvollziehen. Aber was viel interessanter ist, in dem Video war unten der Color Picker eingeblendet, den man nimmt, um die Farbe einzustellen. Und der sah anders aus, wie er eigentlich in der Software drin ist. Da war nämlich ein zusätzlicher Schieberegler drin. Und ich bin da mit Dennis in Kontakt gegangen und habe ihn gefragt, hey, wie kommt da dieser Schieberegler rein? Der ist bei mir nicht da. Und dann hat er erklärt, dass er schon da eine Software umgebaut hat, dass er sich die mal dekompiliert hat, das mal angeguckt hat, man eben auch schon versucht hat, über entsprechende Plugin-Konzepte und so weiter dann an die Software zu erweitern. Ja. Und ich habe dann gesagt, Dennis, total super, genau so Leute brauchen wir, die hier mitarbeiten. Hast du nicht Lust, dem Team beizutreten und dann eben direkt am Quellcode mitzuarbeiten? Und so ist der Kontakt mit Dennis entstanden, eben über dieses Video. 2012. 2012 war auch primär wieder ein Arbeitsjahr. Es war, glaube ich, das Jahr, wo wir uns irgendwie auch so ein bisschen von der eigentlichen Original-DMX Control 3 Timeline auch verabschiedet haben. Wo wir auch gesagt haben, hey, es ist einfach noch so viel offen. Das ist auch durch den Alpha-Test in 2011 auch nochmal offensichtlich geworden, dass einfach noch sehr, sehr viel zu tun ist. Dass da einfach noch viele offene Baustellen sind. Viele offene Baustellen haben wir auch im UI festgestellt. Also wir haben ganz herbe Kritik einstecken müssen bei unserem Jahrestreffen 2012. Wir haben die Software vorgestellt und es gab eben sehr, sehr viele im Verein, im Team, die eben gesagt haben, das ist nicht verständlich. Also es war schon so, dass wir an vielen Stellen eben auch vielleicht zu kompliziert gedacht hatten oder auch das UI zu kompliziert war, da mussten wir noch mal an einigen Stellen eben nacharbeiten. 2013 war dann wieder besser. Wir waren, glaube ich, durch das Tal der Tränen irgendwie durch, auch als Entwicklungsmannschaft. Wir haben Verstärkung gekriegt mit dem Patrick, der ist mit dazu gekommen, hat dann eben auch ganz stark unterstützt.
Wir haben nämlich 2013 auch mit dem Beta-Test gestartet, beziehungsweise Ende 2012 haben wir gesagt, wir machen es jetzt öffentlich, öffentliche Beta, und in 2013 kam dann eben das ganze Feedback von der Öffentlichkeit. Und das war eben dann schon ein ganz gutes Jahr. Ja. Wie sieht unser Bildprozess aus? Ja, das war früher ganz schrecklich. Das war nämlich früher so, wir haben dann irgendwie die Software, hatten wir jetzt mal so den Quellcode fertig, und dann muss ja irgendwie da draus dann der Installer werden, den dann die Community runterladen kann. Und früher gab es dann eben eine Liste von Punkten, die eben alle erledigt werden müssen. Man musste dann das bauen, die ganzen Plugins dazu, musste das alles zusammenpacken, dann irgendwie signieren mit dem Code-Signing-Zertifikat, was wir haben, und so weiter. Also es war ein riesen Aufwand. Also man hat bestimmt zum Bauen von einer neuen Version mindestens mal eine halbe Stunde oder sowas gebraucht. Also es war echt ganz blöd. Und dann ist Stefan auf die Idee gekommen, hey, wir bauen uns so einen Jenkins, so einen Build-Server und automatisieren das Ganze, dass quasi automatisch, wenn ich jetzt was am Quellcode ändere, wird das alles durchgetestet, und dann wird eben ein entsprechender, der Installer direkt zusammengebaut, und das ist so geil, das ist der Hammer, ja. Ich feiere das heute noch so, weil mir das so unendlich viel Zeit spart, ich bin da immer so glücklich. Von daher, Stefan, wenn du das hier siehst, Jenkins, sehr, sehr geil, super Idee, ja, genau. 2014, also für mich persönlich war 2014 vor allem das Jahr, in dem ich in China war. Ich war beruflich ein halbes Jahr nach China entsendet. Das hatte von daher das einen großen Raum in meinem Leben eingenommen, und dementsprechend wenig ist auch 2014 bei mir persönlich zumindest für die Software und den Verein jetzt auch passiert. Ich konnte auch nicht am Jahrestreffen teilnehmen, aber drumherum ist natürlich viel gegangen, und so konnten wir auch Ende 2014 die Software dann auch wirklich releasen. Also wir haben uns dann entschieden, Ende 2014, der Mix Control 3 kommt jetzt raus. Es gibt immer irgendwelche Fehler, aber wir waren einig, nee, jetzt ist es stabil genug, jetzt muss es mal auf den Markt. Sonst wird es irgendwann Vaporware, also Software, die nur angekündigt, aber niemals kommt, ja, ist, ja, genau. Und Patrick, ich habe nachgeguckt, du hast Ende 2014, als wir den Feature Freeze schon hatten für die 3.0, hast du schon angefangen, die Dimmerkurven einzubauen. Ich habe es zwar in den ganzen Folgejahren immer vergessen, aber ich habe es jetzt mal für dieses Video nachgeguckt, wann du das denn gemacht hast, ja, und umso schockierter bin ich, dass es mich irgendwie jetzt doch 3 Jahre gekostet hat, bis ich es mir jetzt endlich merken konnte, dass wir schon Dimmerkurven in der Software drin haben, ja. 2015 war ein Arbeitsjahr, da gibt es nicht viel zu sagen, also wir haben durch den Release von 3.0 eben sehr, sehr viel Feedback bekommen bezüglich fehlender Features, bezüglich Bugs, bezüglich allem Möglichen, und das haben wir halt irgendwie sukzessive dann eben in 2015 ja, alles abgearbeitet. Wieso hat sich die Entwicklung von DMX Control 3 immer wieder verzögert? Da gibt es verschiedene Gründe. Einer ist, wir haben zum Teil die Komplexität unterschätzt. Also, dass man einfach gedacht hat, Dinge, die lassen sich relativ schnell implementieren. Aber im Detail gab es dann halt eben sehr viele Tücken. Und die haben dann eben auch Zeit gefordert. Und das war dann eben einfach auch so, dass wir dann gesagt haben, die Zeit möchten wir uns auch nehmen, weil gerade Stabilität von der Software ist dann eben auch gerade bei einer Lichtsteuerungssoftware das A und O. Das zweite ist natürlich auch ganz einfach, weil wir das alles als Hobby machen, ja? Weil jeder von uns, jeder, der irgendwie im Entwicklungsteam ist, der hat nebenher noch einen Job, der hat nebenher noch eine Familie, hat noch andere Themen, wo er sich irgendwie betätigt, und da war es dann eben auch einfach so, dass der ein oder andere eben mal wegen Vorbereitung für einen Master oder sonstige Aktivitäten dann halt auch einfach mal gesagt hat, hier, die nächsten paar Monate wird von mir nicht viel kommen, und das ist dann halt auch okay, ja.
2016 haben wir zwei Releases gehabt. Wir haben die 301 und die 302 Release. Die 301 am Anfang des Jahres. Da sind die ganzen Änderungen aus 2015 drin gewesen und ein paar kleine minor Features. Und für die haben wir natürlich dann auch wieder über 2016 hinweg eben wieder Fehlerberichte eingesammelt und haben dann Ende 2016 dann auch eben die 302 dann eben rausgebracht. Parallel dazu lief natürlich schon die ganze Zeit, eigentlich seit dem Release von 3.0, also schon in 2015 und auch in 2016 eben, lief die Entwicklung der 3.1 dann eben auch parallel dazu. Vor allem 2016, weil da hatte ich Elternzeit, da habe ich viel an dem ganzen 3.1 Feature-Set gearbeitet. 2017 gab es wieder zwei Releases. Zum einen wurde die 3.1 released mit den größeren Änderungen, die wir jetzt auch drin hatten und den neuen Funktionen. Und dann ging es uns da ähnlich wie 2016. Wir haben also Anfang 2017 eben die 3.1 released, haben dann wieder Feedback bekommen. Es gab wieder Fehlermeldungen und das haben wir natürlich entsprechend umgesetzt und haben dann Ende 2017 dann auch eben die 3.1.1 dann rausgebracht, um dann die Fehler eben auch zu beheben. 2018 hat gerade erst angefangen. Wir feiern jetzt aber schon 10 Jahre DMX-Control-Entwicklung. Wir haben über 6.500 Commits in unserem SVN drin und es ist echt was gegangen in den letzten 10 Jahren. Wir hatten viele Leute, die sind am Anfang mit dabei gewesen, die sind heute nicht mehr da, vor allem auch privat hat sich das Leben verändert und so weiter. Wir haben dafür neue Leute dazu bekommen im Laufe der Jahre und ich bin echt gespannt, wie es jetzt in den nächsten Jahren irgendwie weitergeht. Und für mich ist das auch 10 Jahre DMX Control 3 eben auch so ein Zeitpunkt, sich auch zurückzuerinnern, weil es doch auch irgendwie massiv Zeit in meinem Leben eingenommen hat und auch vor allem auch Danke zu sagen. Also auch Danke an vor allem auch alle Entwickler, die irgendwie mir in den letzten Jahren zur Seite gestanden sind, wie wir zusammen eben jetzt dieses geile Produkt auch entwickelt und rausgebracht haben. Da können wir uns alle ganz kräftig auf die Schulter klopfen und sagen, das haben wir richtig gut gemacht. Danke auch an den ganzen Rest vom DMX Control Team, die natürlich mit Feedback und Unterstützung und allem drumherum irgendwo da eine massive Stütze auch einfach waren und ja, einfach auch da ganz toll unterstützt haben. Einfach danke an euch alle und jetzt gucken wir mal, was wir dann in 5 oder 10 Jahren dann haben. Vielleicht machen wir dann, weiß auch nicht, 20-Jahres-Party oder wir sind dann schon an DMX Control 4 dran. Genau. In diesem Sinne. The show must go on. The show must